Knapp 2,3 Milliarden Menschen leben auf der Welt, die sich dem Christentum zugehörig fühlen. Die römisch-katholische Kirche bildet mit etwa 1,2 Milliarden Angehörigen die größte Konfession. Als Katholizismus bezeichnet man die Gesamtheit der Erscheinungsformen des katholischen Christentums mit ihren verschiedenen Organisationen. Der Papst als oberster Bischof bildet das zentrale Element der römisch-katholischen Kirche. Er sieht sich als Nachfolger des Apostels Petrus und gilt in der römisch-katholischen Kirche als Stellvertreter Christi auf Erden. Strittige Glaubensfragen und Lehraussagen wurden über die Jahrhunderte durch die Päpste mit Hilfe von Dogmen geklärt. Die Dogmen legen zum Beispiel auch fest, dass viele Bräuche und Riten, wie zum Beispiel 7 Sakramente, von Jesus eingesetzt worden seien. Wer als Katholik daran zweifelt oder nicht glaubt, der sei in eine angeblich ewige Hölle verflucht, so jedenfalls die Drohung im Text vieler Dogmen. Bei einer Umfrage unter Passanten in der Fußgängerzone, was sie mit dem Begriff christlicher Glaube verbinden, antwortete zum Beispiel eine Frau wie folgt. Also angefangen hat es bei mir zum Beispiel mit der Taufe, dann kam der Bischof mit der Firmung, dann kam meine Eheschließung in der Kirche, ja, Wallfahrt, habe ich nur eine gemacht nach Altötting. Reliquien, dann die Krankensalbung, die letzte Ölung und dann das Begräbnis. Andere beantworteten die gleiche Frage ganz anders, wie zum Beispiel dieser Mann. Ah ja, das sind alles Bräuche und Riten, die die Menschen eingeführt haben. Gell? Das ist Tradition, wollen wir sagen. Tradition. Meinen Sie, das kommt nicht von Jesus? Ich glaube nicht. Nee, nee. Das haben die Menschen eingeführt, um Geschäfte zu machen. Genau wie die ganze, mit der Himmel und die Hölle und das alles, das ist nur gemacht, um Angst zu machen, Sünde. Und die kommen, und wenn du nicht genug bezahlst, kommst du unten in die Hölle ins Fegefeuer. Und dann musst du schmoren. Da haben die Leute Angst gehabt und haben bezahlt. Der Urvater des ganzen Katholizismus, wissen wir, wer das ist? Das war der Kaiser Konstantin. Und nach ihm, nach einer Person Macht, ist alles konstruiert worden. Und das war, und da ist auch das Evangelium geschrieben worden und alles, das war im 3. Jahrhundert nach Jesus. Und die Kirche hat auch manch einer erdolcht. Die meisten Menschen sind durch Religionen gestorben. Die beiden Antworten könnten unterschiedlicher nicht sein. Wer hat recht? Sind zum Beispiel die von der katholischen Kirche praktizierten 7 Sakramente von Jesus eingesetzt worden, wie viele Menschen glauben und wie die katholische Kirche in ihren Dogmen ihre Gläubigen zu glauben verpflichtet? Oder sind es lediglich Riten und Bräuche, die es ähnlich auch in heidnischen Kulturen gab und die von der katholischen Kirche lediglich übernommen wurden, wie andere behaupten? Um herauszufinden, inwieweit das, was die Menschen allgemein als christlichen Glauben definieren, wirklich auf Jesus zurückgeht, wurden Priester, ein Bischof und ein Religionswissenschaftler zu diesem Thema befragt. Als Religionswissenschaftler gibt der bekannte Autor Professor Dr. Hubertus Mynarek, früher Dekan an der Theologischen Fakultät der Universität Wien, Auskunft über die 7 Sakramente und andere Bräuche der katholischen Kirche. Er ist übrigens der erste Professor in Deutschland, der aus der katholischen Kirche ausgetreten ist. Die erste Frage an ihn lautet: Hat Jesus die Taufe eingesetzt? Die Taufe ist ein Ritual, das nicht von Jesus eingesetzt wurde. Eine Zeremonie, die die Kirche dann noch verfeinert hat mit vielen Gesten und Bräuchen zusammengefügt hat. Es ist auch ein heidnischer Brauch, denn es gibt diese Taufe mit dem Wasser als Reinigungselement schon seit vielen Jahrtausenden, noch vor dem Christentum. Auf jeden Fall ist die Taufe etwas, was Jesus nicht eingesetzt hat und Jesus hat auch nie getauft. Wir finden in den ganzen Evangelien und in den frühesten Zeugnissen des Christentums
nichts, aber auch nichts, was auf einen taufenden Jesus hinweisen könnte. Es ist natürlich so, dass zwar Jesus die Taufe nicht eingesetzt hat, aber die frühe Kirche sehr bald begann zu taufen. Nur hatten sie wenigstens damals noch den Anstand, nur Erwachsene zu taufen. Das Schlimmste da an der Taufe ist ja, dass Kinder, Babys, die gerade zur Welt kamen oder eine Woche oder zwei Wochen alt sind, getauft werden, sodass man sie ja nicht fragen kann, ob sie das wollen oder nicht. Es wird absolut brutal über den Willen dieser Babys hinweggeschritten, denn man könnte sie befragen, wenn sie erwachsen sind oder wenn sie zumindest ins Pubertätsalter gekommen sind, aber nicht Kinder, die noch völlig willenlos und vernunftlos sind. Indem dieses geschieht, ist das die erste Brutalität, die die Kirche begeht. Die zweite Brutalität aber ist, dass diesen Kindern ein Ritus mit der Taufe auferlegt wird, der ja im Grunde eine Teufelsaustreibung ist. Und deswegen müsse die Taufe her, um diese Erbsünde herauszuschlagen aus dem Kind. Und anzunehmen, wie der Papst kürzlich gesagt hat, als er gegen die Abtreibung predigte, ein Kind ist das Unschuldigste und Unverdorbenste, das es gibt. Und er müsste genau wissen, dass die kirchliche Dogmatik vorschreibt, dass das Kind mit der Erbsünde behaftet ist, eine Beute des Teufels ist und dass deshalb bei jeder Taufe, das ist ja nie verändert worden, bis heute, jeder Dorfpfarrer, der die Taufe macht, muss die Teufelsaustreibung aus diesem kleinen Kind machen, damit es erst unschuldig wird. Es kommt eben nicht nach katholischer kirchlicher Lehre als unverdorben und unschuldig auf die Welt, sondern als teufelsverdorben und erst durch die Taufe und die Austreibung des Teufels in der Taufe soll das Kind erst unschuldig werden. Das hat eine dritte Brutalität zur Folge, nämlich was macht man mit Kindern im Mutterleib, die noch nicht geboren sind, die aber in Gefahr stehen, dass sie im Mutterleib sterben. Man macht die unmöglichsten Versuche, hat man in der Geschichte der Kirche gemacht, um diese Kinder durch den Leib der Mutter hindurch noch mit Wasser zu versorgen, damit sie getauft sind. Und dann sagt man, sorry, wenn das nicht klappt, und das waren oft Dinge, die zum Tode der Mutter führte, also muss man dem Kind leider bescheinigen, dass es nicht in den Himmel kommen kann, da die Taufe nicht gelungen war. Es kommt zwar nicht in die Hölle, diese Lehre haben katholische Theologen eingebracht, aber es kommt auch nicht in den Himmel, es kommt sozusagen in einen Vorhimmel oder eine Vorhölle, wo es menschlich gesehen einigermaßen zufrieden leben kann. Aber die Seligkeit des Himmels, so brutal ist die Lehre der Kirche, kann es nicht erreichen. Auch ein katholischer Ordensmann, Bruder Christophorus, wurde gefragt, ob die Taufe von Jesus eingesetzt wurde. Ja, das mit der Taufe ist natürlich nicht so eine einfache Frage. Historisch gesehen hat Jesus die Taufe als solche nicht erfunden. Das wissen wir schon aus der Bibel, denn Jesus selber wurde von Johannes dem Täufer getauft, also hat es die Taufe vorher schon gegeben. Aber selbst diese Form der Taufe setzt auch etwas ganz anderes auf, was die Menschen vorher schon gekannt haben, beispielsweise im Judentum, nämlich die Reinigung durch Wasser. Das ist ein uraltes religiöses Zeichen, gereinigt werden, gewaschen werden, eintauchen in etwas Neues. Johannes hat mit Wasser getauft, Jesus tauft mit Heiligem Geist, so sagt die Schrift, aber natürlich durchaus auch mit Wasser. Fakt ist, die Kirche hat die ersten Jahrhunderte lang nur Erwachsene getauft, weil sie davon überzeugt war, Glaube braucht ein erwachsenes Bekenntnis. Der heilige Augustinus, dem haben wir das zu verdanken, dass heute Kinder getauft werden, der hat nämlich gesagt, wenn man nicht getauft ist, kommt man nicht in den Himmel. Und dann haben die Leute natürlich gesagt, da muss man möglichst schnell taufen. Wie von beiden Theologen bestätigt wird, hat also Jesus das erste der sieben Sakramente der katholischen Kirche, die Taufe, nicht eingesetzt.
Interessant ist, dass auch der katholische Ordensmann sagt, die Säuglingstaufe sei nicht von Jesus eingesetzt, sondern eine spätere Erfindung von Augustinus. Geht das Sakrament der Firmung auf Jesus zurück? Die Firmung wird von der Kirche als Gabe der Kraft des Heiligen Geistes an den Gläubigen verstanden und sie wird in der Regel an Jugendliche gespendet. Der Priester, meist ein Bischof, zeichnet dem zu Firmenden mit geweihtem Salböl ein Kreuz auf die Stirn. Wie die Taufe nicht von Jesus kommt, so kommt umso weniger die Firmung von Jesus. Warum? Die Firmung ist eine Methode der Kirche, die Menschen, die getauft sind, fester im Glauben zu verankern. Deswegen Firmung, Firmitas, heißt ja die Stärke und so weiter. Sie sollen also stabilisiert werden und sie sollen das Bekenntnis, das schon das Kind in der Taufe abgelegt hat, das heißt stellvertretend der Pate für das Kind, das sollen sie wiederholen, um die Leute mehr an die Kirche zu binden. Insofern ist diese Firmung noch viel mehr, weniger ursprünglich, als es die Taufe schon ist. Weil die Taufe geht wenigstens auf die ersten Jahrhunderte des Christentums zurück. Die Firmung aber ist ein späteres Produkt, um die Leute an die Kirche zu binden. Ob die Firmung auf Jesus zurückgeht, beantwortet der Kapuziner und Kirchenrektor Christophorus wie folgt. Die Urkirche hat neben der Taufe und neben der Waschung mit Wasser immer auch schon das Zeichen der Salbung gekannt. Das Zeichen der Salbung ist ähnlich wie das Wasser und die Waschung ein altes Menschheitszeichen, ein Zeichen in allen Religionen. Salbung heißt, du wirst gestärkt für etwas. Öl ist etwas Heilendes, etwas Stärkendes. Wer sich ein bisschen auskennt, weiß bis heute, dass Könige und Königinnen nicht nur gekrönt werden, sondern gesalbt werden. Sie werden zu etwas Großem gesandt und dafür gestärkt. Das Christentum hat zumindest dieses Zeichen der Salbung übernommen, um damit zum Ausdruck zu bringen, du wirst mit dem Heiligen Geist besiegelt. Du wirst mit dem Heiligen Geist gestärkt für den Auftrag, den du hast. Laut dem Religionswissenschaftler Professor Dr. Münarek wurde das Sakrament der Firmung ebenfalls nicht von Jesus eingesetzt. Bruder Christophorus sieht die Quelle bei den alten Religionen. Interessant ist, dass das katholische Dogma etwas anderes sagt als die beiden Theologen. Das wichtigste Sakrament der katholischen Kirche ist die Eucharistie. Laut dem katholischen Dogma werden während der Messe bei der sogenannten Wandlung Brot und Wein zu Fleisch und Blut Jesu umgewandelt. Ganz wie Jesus es wollte? Die Eucharistie gilt unter den sieben Sakramenten als das höchste Sakrament und ist auch nach dem neuen Papst das Zentrum des Glaubens. Ein Mahl, in dem vermeintlich Wein in das Blut Jesu und Brot in den Leib Christi umgewandelt wird. Auf dieser Grundlage dieses Opfers aber ist das Sakrament der Eucharistie aufgebaut, die sogenannte, wie man das im Mittelalter nannte und auch dogmatisch bis heute nicht zurückgenommen ist, die Transsubstantiation, dass sich am Brot und am Wein äußerlich gar nichts ändert, dass sich aber die Substanz in dem Moment, wo der Priester die Eucharistieworte, die Wandlungsworte spricht, Hokus Pokus, plötzlich die Substanz des Brotes in die Substanz des Leibes Christi verwandelt und die Substanz des Weines in die Substanz des Blutes Jesu. Das ist eine so unmögliche alchemistische Annahme, obskurer als alles, was exotische oder esoterische Sekten sagen könnten. Und das wird als das höchste Sakrament und als das höchste Dogma der Kirche
erklärt, wie man eine ganze Masse von Menschen so durch Jahrtausende belügen kann, das hat tatsächlich Anerkennung nur die Kirche fertig gemacht. Hinzu kommt, dass dieses höchste Sakrament von der Kirche so gelobt und wie gesagt als höchstes hingestellt, gar nicht allen Menschen zugutekommt. Es kann nicht allen Menschen zugutekommen, denn es sind immerhin viele geistig reife, hochentwickelte Menschen, die Vegetarier sind, die keine Kannibalen sein wollen, also Menschenfleisch nicht essen wollen, Tierfleisch ebenfalls nicht. Aber hier wird ja verlangt von diesen Vegetariern, dass sie Menschenfleisch sogar essen, nämlich den Leib Jesu. Und auch der neue Papst hat in seinen Büchern immer wieder vom Fleisch Jesu, das wir essen sollen, gesprochen. Also es wird direkt, ohne dieses Wort zu gebrauchen, zum Kannibalismus aufgerufen. Für Vegetarier, die kein Fleisch, da sie auch das Leben des Tieres achten, die kein Fleisch essen wollen, umso weniger das Fleisch eines Menschen, ist das also eine ungeheure Zumutung, die da von ihnen verlangt wird. Und es ist auch ein Widerspruch zu der Lehre Jesu, der mit Sicherheit nicht verlangt hat, dass man sein Fleisch essen würde. Das ist geradezu abstrus und absurd. Das Sakrament der Beichte besteht in einem mündlichen Eingeständnis einer schuldhaften Verfehlung des Beichtkindes dem Priester gegenüber. Der Priester entscheidet am Ende, ob das Beichtkind alle Kriterien erfüllt und ob er es von seinen Sünden losspricht oder nicht. Ist dieses Sakrament von Jesus so eingesetzt worden? Die Beichte ist ja ebenfalls ein Sakrament, das die Kirche eingesetzt hat und das nicht auf Jesus zurückgeht. Beichte als Individualbeichte, wo ein Priester sich die Beichte eines Individuums anhört, um dann zu entscheiden, und zwar großmächtig zu entscheiden, ob er vergibt oder nicht vergibt, das ist eine späte Erfindung der Kirche und hat mit dem Geist Jesu nun absolut nichts zu tun. Wenn ich an mein eigenes Priestertum denke, wie nach der Beichte wir Priester zum Abendessen zusammenkamen und untereinander erzählt haben, was sie da an schweren Dingen erlebt haben und sich darüber lustig gemacht haben, da konnte man auch, wenn man in derselben Pfarrei war wie die anderen Priester, konnte man sich an 5 Fingern ablesen, welche Person nun es war, die dieses oder jenes pornografische oder andere Verbrechen begangen hatte. Also mit dem Geheimnis der Beichte ist es nicht so weit her, wie der naive Gläubige denkt. Mit welchem Recht maß sich ein Mensch an, einen anderen Menschen zu beurteilen, zu richten oder zu verurteilen? Denn es ist ja ein Mensch, der da im Beichtstuhl als Priester sitzt, der, wie wir wissen, von denselben Trieben, von denselben Unvollkommenheiten geprägt ist, wie der da zu ihm kommt und der sich nun die Vollmacht herausnimmt, diesen Menschen von den Sünden loszusprechen. Nirgendwo sehen wir in den Evangelien, dass Jesus einem Einzelnen diese Vollmacht gegeben hätte. Er kann sie schon deswegen den Priester nicht gegeben haben, weil er gar kein Priestertum etabliert hat. Er hat kein Priestertum eingesetzt. Im Gegenteil, er hat gegen die Priester gesprochen. Denn wen hatte er vor sich als Priester? Nur die Priester des Alten Testaments.
Und von denen hat er ja die Vollmacht weggenommen. Der Hebräerbrief sagt zum Beispiel im Neuen Testament, dass es nur einen Priester gibt, Jesus, und das andere Priestertum abgeschafft ist. Also kann er den Priestern ja gar nicht die Vollmacht gegeben haben, über andere zu urteilen und sie loszusprechen. Das ist also eine Usurpation sondergleichen. Das ist also ein Sich-Geben einer Vollmacht, die niemals auf Jesus zurückgeht und die überhaupt gegen alle Menschenrechte verstößt, weil es nicht sein kann, dass ein Mensch über einen Menschen in einer so wichtigen Sache urteilt und ihn sogar verurteilen kann, ihm die Losspruchung geben kann, ihn sie aber auch verweigern kann. Also diese Illegitimität der Beichte ist eine so furchtbare Sache, dass wenn die Leute, die Gläubigen, die Beichtkinder das durchschauen würden, dann würden sie nicht mehr zur Beichte gehen. Wie steht es mit dem Sakrament der Krankensalbung, der sogenannten letzten Ölung? Der Ritus besteht aus einer Besprengung mit Weihwasser, Fürbitten, Handauflegen und Salbung von Stirn und Händen. Nach katholischem Verständnis hat dies eine sündenvergebende Wirkung. Die letzte Ölung ist, wie alle anderen Sakramente auch, natürlich nur ein Machtmittel der Kirche. Sie will immer dabei sein, vor allen Dingen bei allen wichtigen Stationen des Lebens. Also bei der Geburt, durch die Taufe, bei der Ehe und beim letzten Gang des Menschen von diesem Leben in ein anderes oder in den Tod. Sie will dabei sein und deswegen ist diese letzte Ölung wirklich das letzte Sakrament, denn sie ist das Erfundenste vom Erfundenen. Dabei haben natürlich im Laufe der Jahrhunderte eine große Rolle gespielt, die Tatsache, dass sie auf ein großes Erbe hoffen konnte. Es gibt eine ganze Reihe von Dokumenten, von Biografien und so weiter, die beweisen, dass die Kirche im letzten Stadium eines Menschen alles daran setzt, mit viel Trost, mit viel Schmeicheleien, mit viel List, den Menschen zu sagen, durch mich, durch den Priester, kommt ihr ins Himmelreich, aber dafür wollen wir auch was und vermachen sie uns doch ihr Vermögen oder einen Teil des Vermögens. Deswegen ist die letzte Ölung auf jeden Fall auch motiviert dadurch, dass die Kirche beim Sterbenden sein will, um ihn noch zu beerben. Aber wie gesagt, wie bei allen Sakramenten spielt dieser Hokuspokus der Zeremonie, weil das Volk eben, die meisten im Volk sinnlich sind, das sinnlich Farbige sehen wollen, also eine Zeremonie sehen wollen, der Priester betupft mit Öl, das vorher zu heiligem Öl erklärt wurde, das vorher gesegnet wurde, auch wieder mit verschiedenen Sprüchen, betupft verschiedene Organe des Menschen, alle seine Sinne, Augen, Ohren und so weiter, um zu zeigen, dass dieser Mensch voll Mensch war, und auch als voller Mensch einmal der Auferstehung teilhaftig werden soll. Also eine Zeremonie mit vielem Brimborium, um den Menschen zu zeigen, wir kümmern uns auch noch im Augenblick des Todes um euch. Ihr geht nicht allein in diesen dunklen Tunnel, der vom Leben in den Tod führt. Aber wie gesagt, es ist nicht die geringste Spur in den Evangelien, dass Jesus eine letzte Ölung eingesetzt hätte.
Jesus nimmt manchmal Lehm von der Erde, bespeit es und legt es auf eine Stirn oder auf einen Arm, damit dieser geheilt werde. Aber mit der letzten Ölung im Sinne des kirchlichen Sakraments hat das gar nichts zu tun. Mit Sicherheit ein großer Teil dessen, was die Kirche durch Vererbung von den Gläubigen im Todesstadium bekommen hat, auf die letzte Ölung zurückzuführen, dass die Kirche dabei war, dass die Kirche dem das letzte Sakrament des Trostes gespendet hat und der Sterbende sozusagen noch auf dem Sterbebett bereit war, sein Vermögen an die Kirche zu vermachen. Denn wir haben allein in Italien über 22% des Eigentums gehört bereits der Kirche und in Rom gehören über 60% der Gebäude ebenfalls dieser Kirche. Man kann mit Sicherheit annehmen, dass ein großer Anteil davon durch Vererbung im Stadium der letzten Ölung getan wurde. Es kommt dazu, dass wir ja in der Geschichte der letzten Ölung eine Menge von Zeugnissen, glaubwürdigen Zeugnissen haben, auch Zeugnissen berühmter Männer, die im letzten Moment labil und schwach, fast wortbrüchig wurden, weil sie gesagt hatten, ich brauche keinen Priester, ich will im letzten Moment meines Lebens keinen Priester dabei haben und die im letzten Augenblick doch nach dem Priester gerufen haben, weil die jahrtausendelange Predigt der Kirche über die Qualen der Hölle dazu geführt haben, dass man im letzten Moment noch Angst bekommt. Und so spielt natürlich bei der letzten Ölung auch noch der Wunsch, in den Himmel zu kommen, eine Rolle. Und da ist man dann auch bereit, so manches von seinem Eigentum oder sein ganzes Eigentum an die Kirche zu vermachen. Außerdem ist die ganze Vorstellung diesbezüglich irrational, denn man kann sich das Himmelreich nicht erkaufen. Ich kann noch so viel an Menschen geben, wie sagt es Paulus, und wenn du all dein Hab und Gut an die Armen verteilst und der Liebe nicht hast, ist das völlig unnütz. Also, es geht darum, dass in der letzten Ölung ein Mensch nochmal geistig angesprochen wird, aber ihm nicht irgendwelche Versprechen aufgrund von Dotationen gemacht werden. Er soll was geben und dafür kriegt er das Himmelreich. Oder wie es Kardinal Meissner mal in einer Talkshow gesagt hat, ich trage immer meinen Taufschein bei mir, den zeige ich, wenn ich zu Petrus komme an der Himmelstür und dann muss er mich reinlassen. Man kann sich weder durch Taufe noch durch Geld den Himmel erklimmen, weil der Himmel ist etwas so Geistiges, so über allem irdisch-materiellen, unvorstellbar höher stehenden, dass man mit Geld und mit Anpasserei an die Kirche auf keinen Fall diesen Himmel erreichen kann. Jedes Jahr werden weltweit ungefähr 1000 Männer zu katholischen Priestern geweiht. Doch wollte Jesus überhaupt, dass es Priester gibt? Was von den anderen Sakramenten gilt, gilt ebenso von der Priesterweihe. Die Priesterweihe ist natürlich nicht von Jesus durchgeführt worden und auch das Priestertum nicht eingesetzt worden. Er hatte, wie gesagt, nur das Priestertum des Alten Bundes, des Alten Testaments vor sich. Und er hat schärfste Kritik
an den Priestern geübt. Sie seien weiß übertünchte Gräber voller Moder und Knochen im Innern dieses der Gräber. Sie seien laufende, lebende Gräber und so weiter. Er hat gesagt, sie gerieren sich ständig in der ersten Reihe. Sie müssen bei allen Festen den ersten Platz einnehmen. Sie lassen sich honorieren von der Gesellschaft. Das alles hat Jesus kritisiert. Und er hat, wie gesagt, keinen Priester eingesetzt. Er hat nicht mal von sich selber gesagt, er sei der hohe Priester. Das macht erst der Hebräerbrief. Also, die Priesterweihe ist auch eine Usurpation, wie die Taufe, wie die Beichte und so weiter. Und sie dient im Grunde nur natürlich der Herrschaft der Kirche. Wenn eine Institution eine Oberschicht hat, die über die Unterschicht der Masse regieren kann, dann ist das ein Herrschaftsmittel. Und dieses Herrschaftsmittel versucht natürlich die Kirche zu halten. Deswegen hat sie auch den Zölibat eingeführt. Denn der Priester ist ja ein ebensolcher Mensch wie jeder andere. Aber wenn man ihm nun bescheinigt, betrügerisch bescheinigt, er hat mit den Begierden und er hat mit der fleischlichen Sucht nichts zu tun, dann erhöht man ihn und das dumme Volk glaubt dann, aha, der tut nicht das, was wir sexuell tun, deswegen ist er erhaben darüber und hat eine höhere Position. Das ist also eine Erfindung der Kirche, eine raffinierte Erfindung, um den Menschen zu sagen, du, dieser Priester ist kein Mensch wie du, er ist zwar kein Gott, aber er steht mit in der Mitte zwischen dem jenseitigen Gott und dem diesseitigen, in die Sünden verflochteten Menschen. Und deswegen kann er als Mittler zu Gott für dich sein und deswegen durch Beichte und so weiter dich lossprechen. Denn er ist ja höher als du, er ist heiliger als du, er ist reiner als du. Also Zölibat und Priestertum, beides nicht gestiftet von Jesus, ist aber eine wunderbare Stiftung und Usurpation der Kirche, um die Menschen an der Kandare zu halten, um die Menschen zu unterdrücken. Ein weiteres Sakrament, das laut der katholischen Kirche Jesus Christus selbst eingesetzt haben soll, ist das Sakrament der Ehe. Auch die Ehe ist kein Sakrament, das Jesus gestiftet hätte. Es gab auch Jahrhunderte des Christentums, sogar des Katholizismus, wo sich einfach die Eheleute das Jawort gegeben haben, ohne dass ein Priester zugegen war. Das ist also auch wieder eine solche Erfindung der Kirche in späteren Jahrhunderten, denn in dem Augenblick, wo ein Priester dabei ist, ist ja die Ehe sozusagen durch den Priester sanktioniert und soll zusätzlich die Eheleute dazu zwingen, dass sie nie mehr auseinandergehen. Also auch das Sakrament der Ehe entstand erst im Laufe der Jahrhunderte und ist laut Professor Münarek wie die anderen sechs Sakramente nicht auf Jesus zurückzuführen. Außer den sieben Sakramenten sollen noch weitere Bräuche und Riten, wie zum Beispiel die Heiligenverehrung und einige andere, geprüft werden, inwieweit sie einen Bezug zu Jesus haben. Die Heiligenverehrung ist in der katholischen Kirche sehr verbreitet. In jeder katholischen Kirche finden sich viele Heiligenbilder und Heiligenstatuen. Niemand weiß, wie viele Heilige es bereits gibt. Nicht einmal die katholische Kirche selbst.
Man schätzt die Gesamtzahl auf über 6.600 Heilige und Selige sowie 7.400 Märtyrer. Und es werden immer mehr. Es sind die Päpste, die für Nachschub sorgen. Allein im Jahr 1997 wurden etwa 1.500 Selig- und Heiligsprechungsverfahren bearbeitet, wobei pro Verfahren etwa 250.000 Euro an Kosten an den Vatikan gehen sollen. Johannes Paul II. Hat 1.338 Personen selig und 482 Personen heilig gesprochen. Papst Benedikt 42 und Papst Franziskus hat gleich auf einen Schlag alle 800 Märtyrer von Otranto heilig gesprochen, deren Schädel und Knochen hinter drei riesigen Glasscheiben rings um den Altar der Kathedrale von Otranto aufgeschichtet sind. Doch entspricht dies dem Willen und der Lehre Jesu? Die Heiligenverehrung gehört mit zu den abstrusesten Dingen, weil von Heiligenverehrung, Heiligsprechung nun überhaupt nichts im Neuen Testament ist. Überhaupt nichts in den Evangelien. Im Gegenteil, es gibt ein Wort, das Jesus zugeschrieben wird, wie ein Jüngling zu ihm kommt und ihn fragt, was er tun muss, um das ewige Leben zu erreichen. Und Jesus sagt ihm, was nennst du mich gut? Gott allein ist gut. Das heißt also, in Wirklichkeit, wie immer man diesen Spruch auffasst, es steht in den Evangelien, gehört also mit zu den frühesten Zeugnissen des Christentums. Und dort wird jeder Heiligenverehrung geradezu eine Sperre eingebaut. Sie wird verboten, weil die pure Güte, die alleinige Gutheit, die alleinige Vollkommenheit kommt nur Gott zu. Und deswegen ist die Heiligsprechung eine Unverschämtheit der Herren der Kirche gegenüber dem Gebot Jesu. Und was mit dieser Heiligsprechung ja verbunden ist, ist ja wiederum das Geld, denn es muss sehr viel in die Waagschale an Geld geworfen werden, wenn eine heilig gesprochen werden soll. Eine Heiligsprechung bringt nicht nur Geld, sie belohnt auch wieder mit Geld, nachdem sie stattgefunden hat. Denn nun eilen ja die Gläubigen zu diesem Heiligen in besonderer Weise, er ist ja von der Kirche heilig gesprochen, und spenden natürlich noch einmal 100-mal mehr, als sie ihm sonst für ihn aufgebracht hätten, wenn er nicht heilig oder nur selig gesprochen wäre. Also das ist eine unerhörte Prozedur der Geldmaschinerie. Es war das römische Imperium, das seine Götter und Heroen hatte, und auch das Griechentum hatte seine Heroen und göttlichen Wesen, die verehrt wurden. Also die Heiligsprechung ist in Wirklichkeit ein Aspekt der totalen Perversion des Christentums zu Katholizismus. Es ist ein besonderer Aspekt, weil hier wesentliche Elemente des Heidentums, des Hellenismus, des Griechentums und des Römertums übernommen wurden und das Gegenteil am Anfang des Christentums stand. Heiligsprechung ist ja eine Vergöttlichung eines Menschen, denn plötzlich wird über all seine Unvollkommenheiten und Fehler hinweggesehen, die jeder Mensch hat. Und es wird an ihm gelobt, er habe nur heroische Tugenden gehabt. Also diese Vergöttlichung ist ja dem Geist des ursprünglichen Christentums absolut entgegengesetzt. Und wie gesagt, keine Spur davon, dass Jesus in Gefahr gestanden hätte, irgendeinen Menschen zu vergöttlichen. Er lobt zum Beispiel Johannes den Täufer, aber er sagt nicht, dass der heilig ist oder dass er gerade ein Gott sei. Also die Spuren, die im Evangelium sind, weisen in keinster Weise auf eine Heiligsprechung hin. Nein, das ist das Werk der übermütigen, hochmütigen Päpste, die sich das gedacht hatten, dass das eine ständige Geldquelle ist und dass das natürlich diejenigen erhöht, die einen zum Heiligen machen. Und das sind die Päpste.
das ist Heidentum in Reinkultur. Totales Heidentum, was man macht und dem man das Etikett christlich überstülpt, aufklebt. In Wirklichkeit muss man sagen, der Katholizismus ist die Organisation in seiner 2000-jährigen Geschichte, der das Heidentum en gros übernommen hat, es aber mit einer Lüge christlich nennt. Wie sieht es aus mit der katholischen Reliquienverehrung? Viele denken, dies sei ein altes Relikt aus dem Mittelalter und heute nicht mehr aktuell. Doch das ist eine Täuschung. Überall auf der Welt werden dauernd oder zu bestimmten Zeiten bzw. an Festtagen Reliquien von Heiligen und Märtyrern den Gläubigen zur Verehrung zugänglich gemacht oder in Prozessionen herumgetragen. Im Dom von Frankfurt wird zum Beispiel jeden Tag von 15 bis 16 Uhr der Schädel des heiligen Bartholomäus für die Gläubigen ausgestellt. Auch Ganzkörperreliquien gibt es in vielen Kirchen, wie zum Beispiel die heilige Munditia in der Kirche St. Peter in München. Sie soll im Jahre 310 nach Christus mit einem Beil geköpft worden sein. Von wem und warum ist unbekannt. Die Ganzkörperreliquie soll unter anderem bei Liebeskummer helfen. Für 20 Cent kann man bei ihr ein Gebet aus einem Kästlein nehmen, in dem der Gläubige die Heilige auffordert, sie möge sich für ihn als Fürbitter bei Gott stark machen. Der Religionswissenschaftler Professor Hubertus Münarek erklärt, was es mit den Reliquien auf sich hat und ob sich Jesus überhaupt Kirchen und Reliquien gewünscht hat. Der Reliquienkult in der Kirche, der so bombastische Ausmaße angenommen hat, hängt ja ganz besonders in der Luft. Die Reliquien werden ja meistens verehrt in den Kirchen. Und Jesus hat keine Kirchen gewollt, keine Kirchengebäude. In dem berühmten Gespräch mit der Samaritanerin im 4. Evangelium, im Johannesevangelium, egal, ob Jesus das Folgende gesagt hat oder ob es ihm von den ersten Christen in den Mund gelegt wurde. Es war jedenfalls die ursprüngliche Überzeugung des frühen Christentums, dass man Gott nicht in Kirchen anbeten solle. Nicht? Die Samaritanerin, also diese halbe Heidin, fragt den Jesus laut Evangelium des Johannes, wo man Gott anbeten soll, im Tempel zu Jerusalem oder auf dem Berg Gerizim. Und Jesus antwortete, es kommt eine Zeit, da werdet ihr Gott im Geist und in der Wahrheit und in keinem Gebäude und von Steinen gebaut anbeten. Also Jesus hat sich ausdrücklich gegen Kirchen im katholischen Sinne, die wir in jeder Stadt, in jedem Dorf sehen, ausgesprochen. Die Kirche zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie sich als die Kirche Christi bezeichnet und keines seiner Gebote hält. Das ist Kirche. Das Gleiche gilt und noch mehr für die Reliquien, für die Einzelnen. Man verehrt zum Beispiel im Dom zu Köln die Reliquien der Heiligen Drei Könige. Wie sollen diese Heiligen Drei Könige aus Asien hier bis Köln gelangt sein? Wie kann ein aufgeklärter Mensch des 20. oder 21. Jahrhunderts das nachvollziehen? Und es wurde ein ungeheurer Handel mit den Reliquien getrieben, denn natürlich die Stadt, die sich mit einer Reliquie eines Heiligen schmücken konnte, die hat natürlich den Vorteil gehabt, dass jetzt die Gläubigen zu dieser Stadt pilgerten und natürlich auch ihre Spenden hinbrachten, sodass es dann passieren konnte, das ist tatsächlich der Fall, dass 33 Städte sich
imposant lobten, die Vorhaut Jesu als Reliquie zu haben. Also dümmer und unglaubwürdiger geht es nicht mehr. Oder dass man Splitter vom Kreuz, an dem Jesus gestorben ist, das ist so oft als Reliquie in verschiedenen Städten gelagert worden, dass dieses Kreuz geradezu überweltlich große Dimensionen haben müsste, weil ja alles, all diese Splitter von diesem einen Kreuz auf Golgotha herstammen sollen. Also der Reliquienkult zeigt eine ungeheure Absurdität, eine ungeheure Irrationalität, einen ungeheuren Okkultismus. Da wird auf die Sekten, auf die verschiedensten Sekten eingeschlagen von Seiten der katholischen Kirche, die sich als einzig normale Religion hinstellt. Dabei ist sie in diesem Punkt esoterischer, exotischer, irrationaler, ja verrückter als alle Sekten zusammengenommen. Wer den Reliquienkult hochhält, der kann kein denkender Mensch sein. Denn wer denkt, kann diesen Reliquienkult gar nicht mehr akzeptieren. Dieser Papst Bergoglio, der lobt die Dummheit des Volkes. Der lobt den ganzen Reliquienkult, Wallfahrtskult, Heiligenkult des Volkes, weil er sich sagt, Europa ist sowieso verloren. In Europa denken sie mehr nach, aber in den unterentwickelten Gebieten Afrikas und Südamerikas, da kann die Kirche noch fruchtbar werden, da kann sie missionieren, da kann sie Menschen einfangen und deswegen lobt er die Massenreligiosität dieser Menschen, die mit ganz einfachen Reliquien und Kultformen, mit primitivem Glauben zurechtkommen. Deswegen seine Wendung zu Südamerika und Afrika. Dieser Aberglaube, der dort herrscht, dieser Exorzismus, der dort überall noch ankommt, denn man geht ja von dem Zauberglauben vor dem Katholizismus einfach in den Zauberglauben des Katholizismus hinübergerutscht, macht also Exorzismen, wie es früher der Magier oder der Zauberer tat. Deswegen lassen wir den Ablass, deswegen lassen wir die Prozession, die Wallfahrten, deswegen verkünden wir ständig ein neues heiliges Jahr, damit die Leute Geld nach Rom bringen. Also deswegen setzen wir auf die primitive Massenreligion und denken nicht einmal daran, dass Jesus auch an die Vernunft appellierte und nicht einfach an irgendwelche Gebräuche mit dem ganzen Brimborium des Magischen und Zauberhaften. Bischof Mixa wurde unlängst vom Papst als Ratgeber in den Vatikan berufen und so quasi rehabilitiert, nachdem ein Skandal mit Kindern seinen Ruf derart geschädigt hatte, dass er sogar seine Diözese verlassen musste. Bischof Mixa wurde während der Bischofskonferenz 2008 im Kloster Himmelspforten in Würzburg gefragt, ob es sein kann, dass heidnische Kulte die Grundlage katholischer Rituale, Bräuche und der Gewänder der katholischen Priester bilden. Sicher, zum Beispiel die Farbe Schwarz ist ja früher eine sehr teure Farbe gewesen, auch die Farbe des Purpur. Und es ist ja so, dass für mich ist immer wichtig, dass das Christentum nämlich die vorausgegangenen Kulturen nicht zerstört hat, sondern in gewisser Weise, kann man sagen, getauft hat, teilweise übernommen hat. Also das kann man so sagen, gerade auch mit dem Altar. Der Altar kommt ja von den Opfergaben, nicht? Heißt ja Altaria, Erdanhäufung, und diese Erdanhäufung ist durch die Reste von den Früchtegaben, dann von Tieropfern und da und dort auch von Menschenopfern ist das dann so
aus der Erde herausgewachsen und zum Locus Sacer, zum heiligen Ort geworden, wo man sich dann gemeinsam getroffen hat, um eben die Danksagung den Göttern oder dem Gott, wie man ihn sich immer wieder auch vorgestellt hat, entgegenzubringen. Die Vorstellung, dass der Altar ursprünglich aus Abfällen und einer Anhäufung von Tier- und manchmal sogar Menschenknochen entstand, ist ziemlich gewöhnungsbedürftig. Erklärt aber vielleicht, weshalb in jedem Altar ein Stück einer Reliquie, also ein Leichenteil oder ein Stück Knochen eines Verstorbenen, eingelassen sein muss. Dies ist Voraussetzung für die Segnung des Altars, auf das dann auf ihm die Messe zelebriert werden darf. Ein weiterer katholischer Brauch ist der Ablass. Nach römisch-katholischer Lehre werden durch einen Ablass die sogenannten zeitlichen Sündenstrafen ganz oder teilweise erlassen. Es gibt Ablässe in vielen Variationen und zu unzähligen Gelegenheiten, wie zum Beispiel das Durchschreiten heiliger Pforten bei einem Jubeljahr. Auch soll nach katholischer Lehre mit dem päpstlichen Segen Urbi et Orbi allen, die guten Willens sind und den Segen hören oder sehen, übrigens auch über TV, Radio oder Internet, ein vollkommener Ablass gewährt werden. Es können Ablässe sogar für Verstorbene erwirkt werden, so der katholische Glaube. Die Frage ist, ob der Ablass einen christlichen Hintergrund hat, also auf Jesus zurückgeht. Das ist der Grundgedanke beim Ablass, denn nur aufgrund dieses Grundgedankens laufen ja die Menschen zu Ablässen. Fahren Sie nach Rom, weil Sie sich sagen, so, jetzt habe ich mir den Weg zum Himmel gebahnt, geebnet. Dass also die Kirche in Wirklichkeit keine Religion ist, sondern ein gewaltiger, in Wirklichkeit gewaltiger Ablasshandel, weil es ja nicht bloß um den Ablass im direkten Sinne des Wortes, im speziellen Sinne des Wortes geht, sondern dass sie ja auch den Staat zur Kasse bittet, der ihr Milliarden zur Verfügung stellt und der auch glaubt, zwar nicht an den Himmel, an den glaubt kein Staat mehr, aber er glaubt, sich dadurch die Gefolgschaft der Kirche und die Predigt der Kirche zu eigen macht, indem er ihr verschiedenste Privilegien gibt. Also auch das ist ja im erweiterten Sinne ein gewisser Ablasshandel. Aber wie gesagt, wenn wir uns auf den speziellen Ablasshandel konzentrieren, dann ist es dabei geblieben, die Kirche lockt die Menschen mit dem Motiv, spendest du Geld, öffnest du dir die Tore zum Himmel. Und genau das ist der Beweis der materialistischen Haltung der Kirche und dass sie eine heidnische Dingweltreligion ist, dass ich mir Dinge erkaufen kann, ohne zu bedenken, dass man den Geist, wie, wo immer er weht, nicht kaufen kann. Dass die Kirche ein Institut zur Beschaffung von Geld ist, geht auch daraus hervor, dass sie all diese Bäuche, Ablass, Prozession, Wallfahrten, alle Zeremonien aller Art duldet, ja den Gläubigen sogar anempfiehlt. Aber das geht auch daraus hervor, dass viele Bischöfe, die Führer dieser Religion, an nichts glauben und ein sehr luxuriöses Leben führen. Die Sache mit Limburg war nur sozusagen die Spitze eines Eisbergs. Es gibt viele Bischöfe, die froh sind, dass Limburg zum Vorschein kam, denn dadurch wurde verdeckt, dass die meisten Bischöfe ja solche Paläste haben, in solchem Luxus leben und sich einen Dreck um den Glauben selber kümmern. Wir müssen diesen Glauben, sagte mir ein Bischof bei einer Party mit Bischöfen in Wien, wir müssen diesen Glauben ja nicht haben, das spielt keine Rolle. Das Volk muss glauben, weil es sonst keine Moral hat. Wir haben unsere Moral auch ohne Glauben. Also, ich bin überzeugt, dass eine große Anzahl,
ich habe eine Reihe von Bischöfen kennengelernt, aber ich bin überzeugt, dass die Anzahl von Bischöfen, die nicht glauben oder fast nicht glauben oder sich jedenfalls sagen, den Glauben vorzutäuschen ist wichtig, damit das Volk gläubig bleibt, dass dies eine ungeheure Menge unter den Bischöfen ausmacht. Für viele Menschen gehört die Verehrung Marias als die Mutter Jesu zum christlichen Glauben. Für sie wurden tausende Kirchen gebaut und werden rings um den Erdball Andachten und Wallfahrten durchgeführt. In einigen Kirchen bekleidet Maria sogar einen wichtigeren Platz auf dem Altar als Jesus. Doch ist die Marienverehrung im Sinne Jesu? In den ganzen Evangelien absolute keine Rolle. Außer in der Vorgeschichte, in den ersten zwei Kapiteln bei Matthäus und bei Lukas. Das sind Legenden, die ganz andere Aussagedimensionen haben. Mythen, die aus der Religionsgeschichte vor allem der Ägypter und dem Asklepios-Kult kommen. Maria spielt da im Sinne einer Funktionsträgerin, die das Wesen Jesu als göttlichen Ursprungs beschreiben soll, eine Rolle, aber überhaupt nicht als individuelle Person. Danach kommt sie auch nicht mehr vor. Maria hat nicht im Sinne Jesu, sondern im Sinne der Kirche eine ungeheure Karriere gemacht. Das kleine Mädchen, etwa 13 oder 14 Jahre alt, das in Israel schwanger wird, durch nichts Besonderes auffiel, auch vom eigenen Sohn, nicht groß herausgestellt wird, von den Machthabern der Kirche zu Himmelskönigin gemacht wurden, praktisch zur vierten Person der trinitarischen Gottheit, zur Miterlöserin, wie es manche Päpste sogar behauptet haben. Sie hat also eine Karriere gemacht vom Niedrigsten bis zum Höchsten und sie wird ja auch als die wundertätige Miterlöserin gefeiert in Lourdes, in Fatima, an all diesen Wunderorten, in Medjugorje und so weiter. Dahinter muss ein Plan stecken. Der Plan der Päpste, die vielleicht sogar Carl Gustav Jung gelesen haben, der gesagt hat, der Zauberwelt des Katholizismus fehlt noch eine vierte Gottheit, eine weibliche. Die Quaternität, dass Maria auch eine Göttin ist, denn darauf fliegt das Volk. Auf jeden Fall hat die Kirche, ob sie nun diesen Ausspruch Carl Gustav Jungs, des großen Psychologen, kannte oder nicht kannte, sie hat vor allen Dingen seit dem 19. Jahrhundert Wunderorte geschaffen, mit denen sie Maria noch besonders verherrlicht hat, hat das Dogma von der unbefleckten Empfängnis Mariens, dass sie neben Jesus die Einzige ist, die ohne Erbsünde zur Welt gekommen ist. Das Dogma ihrer Himmelfahrt, dass außer Jesus nach der Auferstehung nur sie in den Himmel gefahren ist. Also all diese Dogmen, deren wegen die atheistische Welt sich über die katholische Welt lustig macht, die hat eben die Kirche und ihre Machthaber geschaffen, weil sie sich sagten, das Volk verehrt uns umso mehr, wenn wir ihr noch eine Himmelskönigin zur Seite Christi und Gottes geben. Ja, zur Mutter Gottes machen, der absoluteste Titel, der in sich widersprüchlich ist, denn Gott hat, der ewige Gott, hat keine Mutter, ist aus sich selbst heraus, verdankt seine Existenz niemandem anderen. Und nun wird sie aber trotzdem dogmatisch, durch dogmatische Verkündung, als Mutter Gottes apostrophiert. Also eine größere Karriere kann es in der ganzen Weltgeschichte nicht geben, aber damit auch einen größeren Betrug an dieser Frau. Denn diese demütige Israelitin wird also zur Himmelsgöttin, zur Mutter Gottes und so weiter erhöht, was sicherlich
im Vergleich zu dieser bescheidenen Frau für sie selbst als eine Beleidigung empfunden worden wäre. Im Jahre 2015 kritisiert Papst Franziskus in einer Enzyklika die Rücksichtslosigkeit des Menschen gegenüber der Schöpfung. Kardinal Marx sagte bei der Vorstellung der Enzyklika: Und wer die Geschöpfe missachtet, wer keine Ehrfurcht vor der Schöpfung hat insgesamt, der kann eigentlich, so könnte man sagen, kein wirklich guter Christ sein. Wer die Schöpfung nicht liebt, kann kein guter Christ sein. Wir wissen, ein Drittel der Emissionen kommen durch die Fleischproduktion. Heißt das auch, ein guter Christ sein, ein bisschen weniger Fleisch essen? Oder ist das jetzt? Es ist vielleicht ein wenig stark. Das ist ja nun in der Bibel auch begründet. Es kommt auf die Art und Weise wieder an. Natürlich sagt der Papst, die Mitgeschöpfe haben ihren eigenen Wert. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass sie nicht einfach Verbrauchsgegenstände sind. Mhm. Und es kommt aus die Auswahl. Er geht auf dieses Thema eigentlich im Einzelnen nicht ein. Tiere sollen keine Verbrauchsgegenstände sein. Klingt gut. Doch hat diese Aussage einen Bezug zur Realität? Oder sind es vielleicht nur schöne Worte? Wie hält es die katholische Kirche tatsächlich mit ethischen Grundsätzen, was den Umgang mit unseren Mitgeschöpfen, den Tieren, betrifft? Die Haltung einer Religion misst sich vor allen Dingen auch an ihrem Verhältnis zu den Tieren, zum Leben überhaupt. Wunderbar ist der Ausspruch eines der größten theoretischen Ethiker des 20. Jahrhunderts von Albert Schweitzer, der gesagt hat, ethisch ist der Mensch nur, wenn er zu allem Leben ethisch ist, wenn er Ehrfurcht vor allem Leben hat, auch vor dem Leben des Tieres. Daran misst sich die Höhe einer Religion, und in dieser Hinsicht muss man sagen, ist die katholische Religion die niedrigste. Aber die Kirche hat diese Sonderstellung des Menschen derart pervertiert, dass sie nun meint, der Mensch als Krone der Schöpfung hat alle Rechte, mit den Tieren umzugehen, wie er will. Er kann sie massakrieren, er kann sie quälen, er kann sie foltern, er kann sie für Untersuchungen in Labors bereitstellen. Er kann mit ihnen alles machen. Noch der, auch für jeden nachfolgenden Papst, auch den jetzigen, verbindliche katholische Katholizismus, der katholische Weltkatechismus des Wojtyla-Papstes, sagt durchaus, wir können die Tiere für Kleidung, für Nahrung, in gemäßigten Grenzen Versuche an Tieren verwerten. Das ist eine Lossprechung für die furchtbarsten Massaker, die wir an Tieren in Massentierhaltung, Tiertransporten, Tierversuchen verüben. Das Schlimmste, was wir an ihnen tun, ist durch auch den biblischen Befehl, macht euch die Erde untertan, der natürlich im Sinne der katholischen Kirche als totale Beherrschung und als totale verächtliche Überlegenheit über das Tier und die Pflanze gewertet wird. Insofern gibt es jetzt zwar im Augenblick eine Reihe von ökologischen Kreisen im Katholizismus, weil sich viele auch im Katholizismus darüber empören, wie die Kirche die Jagd zum Beispiel segnet durch Bischof oder Pfarrer, und nach der Jagd wird diese ganze Reigen von getöteten Tieren nochmal gesegnet. Wie die Kirche damit umgeht, das ist eine ungeheure Sache, das ist eine Mordsache im wortwörtlichsten Sinne. Deswegen muss es eine neue Bewegung geben außerhalb der Kirche. In dieser Hinsicht ist die Kirche total unbekehrbar, unbelehrbar und im Grunde eben die beste religiöse, sprich pseudoreligiöse Dienerin des Kapitalismus,
der mit seiner Fleischproduktion am Fließband ja diesen göttlichen Segen von Seiten der Kirche vermeintlich noch braucht. Dass sich die Kirche in Sachen Tierschutz nur sehr schwer oder auch gar nicht bewegt, ist aus einem Interview ersichtlich, das der durch seine Medienarbeit bekannte Kapuziner Paulus Terwitte gegeben hat. Als katholischer Ordensmann hält er an der Position seiner Kirche fest, obwohl er inzwischen Vegetarier geworden ist. Gehen, dass natürlich die ganze Schöpfung Gottes Werk ist, aber eine Pflanze und ein Tier können nicht entscheiden, will ich jetzt lieben, will ich töten, will ich morden, will ich jetzt irgendwo hingehen. Sie sind einfach Gefangene in ihrem naturgegebenen, ich sage auch gerne gottgegebenen Freiheit, die sie haben. Aber die personalisierte Seele, die zur Auferstehung führt, die haben auch Tiere nicht. Also darf man Tiere töten? Das Gebot gilt für Tiere nicht. Ich glaube, wir töten ja auch Pflanzen. Warum soll man dann Tiere nicht töten? Also ich habe noch nie ganz verstanden, warum auch mein lieber verehrter Kollege Anton Rotzetter sich jetzt dafür eine Tierrettung einsetzt. Ich habe mit ihm versucht zu diskutieren, warum denn Fliegen getötet werden dürfen. Und da müssen wir Autofahren verbieten. Wir müssen alle Frösche, die auf der Straße totgefahren werden durch den Straßenverkehr. Da kommen wir an gar kein Ende. Und ich bin dafür, dass die Tiere sachgerecht getötet werden und dass sie sachgerecht dann auch für den menschlichen Verkehr sehr zur Verfügung stehen. Ich selber bin seit einem Dreivierteljahr Vegetarier und von daher komme aus der Landwirtschaft und ich habe noch nie irgendwie da ideologische Kämpfe kämpfen wollen. Immer mehr Bürger, vor allem junge Menschen, beschäftigt die Frage, gilt das Gebot, du sollst nicht töten, auch gegenüber den Tieren? Man kann sich fragen, ob diese Art, die Schöpfung zu sehen, in der man Lebewesen mit einem höheren Bewusstsein, wie zum Beispiel Schweine und Kühe, auf die gleiche Stufe stellt wie Insekten und Pflanzen, richtig und noch zeitgemäß ist. Mit ähnlichen Argumenten, die Bruder Paulus heute bemüht, wurde bereits zu Beginn des Katholizismus in der Antike das Töten von Tieren gerechtfertigt. Die letzte Frage an Herrn Professor Münarek lautet: Kann man den Katholizismus als christlichen Glauben bezeichnen? Diese Frage ist deshalb von Bedeutung, weil aktuell allein in Deutschland jedes Jahr Hunderttausende aus den Kirchen austreten und nicht wenige sich auch gleichzeitig von der Lehre Jesu abwenden. Deshalb ist es interessant zu wissen, inwieweit der Katholizismus überhaupt mit der Lehre Jesu zusammenhängt oder gar auf ihn zurückgeht, so wie die katholische Kirche es verkündet. Nun, wir haben ja gesehen, in der Analyse der sieben Sakramente, das ist alles heidnisches Brauchtum. Das ist ein Brimborium an magischen Akten, an Zaubergesten, Teufelsaustreibungen, Imponiergehabe. Wir können alles Mögliche, Schauspielerische, daran finden, nur nicht den Geist Jesu. Also die Sakramente, die ja für die Kirche ein wesentlicher Aspekt ihre Lehre und ihre Verhaltensweise ist. Die sind alle heidnischen Ursprungs und haben alle das Ziel, durch Imponiergehabe mit Gesten, mit Weihrauchbesprayen zu erreichen, dass die Menschen durch dieses Imponiergehabe wirklich beeindruckt sind. Und auf dieser Grundlage dann auch bei der Kirche bleiben und ihr auch ihre Spenden entgegenbringen. Das ist also Heidentum. Heidentum bedeutet ja im tiefsten, ganz abstrakt und allgemein, Egoismus mit Hilfe vermeintlicher Religion. In Wirklichkeit ein Eigenegoismus, ein Egoismus eines Volkes, einer Rasse, eines Stammes oder eines Individuums, sich die Götter gefügig zu machen, sie magisch für sich einzunehmen durch Spenden, durch Opfer, durch Gesten, durch Rituale. Genau das ist der Katholizismus. Also der Katholizismus ist die absolute Verfälschung der Religion, die Jesus gemeint hat, ist die totale Verfremdung, ja Perverdierung, das heißt Umdrehung
Umschaltung um 180 Grad dessen, was Jesus mit seiner Religion, die ja eine Vertiefung der Moral bringen sollte, gemeint hat. Es ist ein Hohn, eine Maskerade, ein durch zwei Jahrtausende hindurch wandernder Karnevalszug. Und man wundert sich, dass so wenige Menschen das bisher durchschaut haben, dass hier mit dem Christentum der letzte Humbug getrieben worden ist und auch von dem jetzigen Papst getrieben wird.